Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 35, Antrag der Fraktion der SPD 3362 aus 19 zusammen mit Tagesordnungspunkt 69, in dringlicher Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 3403 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als erstes hat das Wort Kollegin Faeser für die SPD-Fraktion. So. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir hat sich am 6. April anlässlich der Gedenkfeier zu Ehren des brutal von der NSU ermordeten Halit Yozgat bei der Familie für das Versagen des Staates entschuldigt. Ich meine, das war auch angemessen. Alle Fraktionen des Deutschen Bundestages haben im Abschlussbericht des 1. Bundestagsuntersuchungsausschusses zur NSU einheitlich über Parteigrenzen hinweg festgestellt, ich zitiere auf Seite 853 des Berichts, die Analyse der Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern zur rechtsterroristischen Gefahr war falsch und grob verharmlosend. Meine Damen und Herren, deshalb ist es eigentlich in der Bundesrepublik auch völlig unstreitig, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht, und zwar auf sehr vielen Ebenen. Und einer der wichtigsten Bereiche ist nun einmal die gesetzliche Grundlage für die Regelung des Verfassungsschutzes. Und da müssen wir leider feststellen, hier in Hessen liegt immer noch kein Entwurf vor. Deshalb fordern wir Sie heute auf, legen Sie endlich etwas Rechtskonformes vor und stellen Sie hier keine Anträge, indem Sie von zügiger Bearbeitung reden. Seit 2004 ist hier nichts passiert, meine Damen und Herren. 2014 ist nichts passiert. In allen anderen Bundesländern und im Deutschen Bundestag ist schon sehr viel an Änderungen passiert, insbesondere was die Stärkung auch der parlamentarischen Kontrolle betrifft. Aber hier in Hessen warten wir immer noch. Und wir haben hier ein interessantes Vorgehen, auch des Innenministers, weil wir im Oktober 2014 Gesetzentwürfe der Öffentlichkeit vorgestellt bekommen haben, übrigens gemeinsam mit den Sprechern der Fraktionen. Die wurden dann in die Expertenkommission übergeleitet. Bis heute hat aber der Landtag noch keine Gesetzentwürfe gesehen, auch die damals vorgestellten nicht, was ein sehr seltsames Verhalten ist. Immerhin die Gesetzgebungsebene überhaupt nicht mit einzubeziehen. Insofern ist seitdem nichts passiert. Aber ich muss sagen, offensichtlich waren die Gesetzentwürfe auch nicht wert, hier in das Haus zu kommen. Denn die Expertenkommission, die ja auch parteiübergreifend besetzt war, hat in ihrer Bewertung, in ihrer Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen des Innenministers wie folgt ausgeführt. Ich zitiere, und zwar den ersten Satz der Stellungnahme der Expertenkommission zu den beiden der Öffentlichkeit vorgestellten Gesetzentwürfe. Der Entwurf für ein Gesetz zur Neufassung des Gesetzes über das Landesamt für Verfassungsschutz ist in der vorgelegten Fassung nicht geeignet, die Empfehlung des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages umzusetzen, meine Damen und Herren. Kritisiert wird insbesondere, dass Hessen Sonderwege bestreiten möchte, obwohl der Bundestagsuntersuchungsausschuss gerade die Schaffung von einheitlichen Standards eingefordert hat und Länderegoismen gerade zurückdrängen möchte. Die Kommission hat aber auch Bedenken gegen die regelungstechnische Ausgestaltung der Vorschriften. Die Einwände betreffen sowohl formale Aspekte als auch die Gestaltung der Normen, aber auch grundlegende inhaltliche Fragen, die Beachtung von Grundrechten. Kurz, meine Damen und Herren, die Expertenkommission hat die Gesetzentwürfe für verfassungswidrig erklärt. Wissen Sie, Herr Ministerpräsident, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in dieser wichtigen Frage zuhören würden. Es stört etwas, wenn man dauernd hinter einem hört, Gespräche hört. Ich denke, in diesem wesentlichen Bereich, Herr Ministerpräsident, sollten Sie Ihren Innenminister dazu auffordern, schnell zu handeln, weil es besteht Handlungsbedarf.
Wir wollen einen modernen Gesetzentwurf. Und ich denke, angesichts der terroristischen Bedrohungslage ist es mehr als wichtig, in diesem sensiblen Bereich, wo permanent in Grundrechte eingegriffen wird, dass wir dort ordentliche gesetzliche Grundlagen haben, die verfassungsgemäß sind und den Handlungsempfehlungen des Deutschen Bundestages, aber auch der Hessischen Expertenkommission entsprechen, meine Damen und Herren. Und diese, die Handlungsempfehlungen des Deutschen Bundestages, sind immerhin schon aus dem Jahre 2013. Und wir haben immer noch keinen Gesetzentwurf vorliegen. Deswegen besteht hier auch dringender Handlungsbedarf. Und ich möchte Ihnen kurz aufführen, in welchen Bereichen. Zunächst brauchen wir dringend mehr Transparenz und Öffentlichkeit. Das verloren gegangene Vertrauen in den Verfassungsschutz kann nur durch ein Mehr an Offenheit gewonnen werden, meine Damen und Herren. Und während das in anderen Bundesländern und im Bundestag schon der Fall ist, darf man in Hessen nicht einmal sagen, wann die Parlamentarische Kontrollkommission überhaupt tagt. So geheim wird das hier gehandhabt. Und ich will Ihnen einmal sagen, Herr Bauer, das ist ein schöner Hinweis, wer da die Vorsitzende ist. Wenn ich mich hier wagen sollte, zu sagen, wann wir wo tagen, da bin ich schon für kritisiert worden, Herr Bauer. Deswegen ein schöner Hinweis. Vielen Dank. Und ich will Ihnen mal sagen, Herr Bauer, schön, dass Sie es angesprochen haben, nämlich komplett geschwärzte Akten, beschränkte Akteneinsicht nur für Abgeordnete, zögerliche Herausgabe von Akten, eingeschränkte Aussagegenehmigung für Beamten und Einschüchterungsversuche gegenüber Mitarbeitern sind übrigens nicht geeignet, verloren gegangenes Vertrauen in die Verfassungsschutzbehörden zu ändern. Wir brauchen vielmehr eine gute Aufgabenbeschreibung, wofür der Verfassungsschutz tätig ist. Wir brauchen dringend rechtsstaatliche und transparente Regelungen zu Voraussetzungen, Zuverlässigkeit und Führung von V-Leuten. Wir brauchen mit Sicherheit nach den Pannen, die hier auch in Hessen passiert sind, zurückgewonnenes Vertrauen. Und wir brauchen, meine Damen und Herren, wenn man sieht, mit welcher Qualität dort gearbeitet wurde, kann man sehr wohl verstehen, dass viele Menschen den Glauben daran verloren haben, ob V-Leute überhaupt noch notwendig sind. Wir meinen, sie sind es, und wir können nicht auf menschliche Quellen verzichten. Aber wir brauchen dazu dringend erforderlich rechtsstaatliche Regelungen, meine Damen und Herren. Wir müssen gewährleisten, dass diese V-Leute keinen Einfluss auf die zu beobachtende Organisation haben, keinen maßgeblichen. Wir müssen effektiv mit den Mitteln des Rechtsstaates hier kontrollieren. Und bei dem Verfassungsschutz, das ist nun einmal beim Nachrichtendienst nicht ganz so einfach, brauchen wir zwingend, und das ist einer der wesentlichen Punkte, die sowohl der Deutsche Bundestag herausgestellt hat, als auch die Expertenkommission in Hessen, eine Stärkung der parlamentarischen Kontrolle, meine Damen und Herren. Wir brauchen Akteneinsicht, wir brauchen Befragungsrechte, wir brauchen Mitarbeiter für die Abgeordneten. Bislang besteht die Parlamentarische Kontrollkommission in Hessen lediglich aus 5 Parlamentariern, und es sind im Übrigen nicht einmal alle Fraktionen dort vertreten. Ah, Gott sei Dank. Das betrifft dann offensichtlich auch die FDP, die dort nicht vertreten ist, Herr Kollege Bauer. Das finde ich schon ein starkes Stück, ehrlich gesagt. Und ich will Ihnen einmal sagen, Herr Kollege Bauer, was auf Seite 3. Herr Kollege Bellino, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Expertenkommission zur NSU gute Arbeit hier geleistet hat, parteiübergreifend. Die Expertenkommission hier in Hessen hat mit Sicherheit gute Arbeit geleistet. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Wunderbar, Herr Bellino. Nur dann kann es offensichtlich hier in Hessen eine gute Idee sein, wenn es von Ihnen kommt. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber ich will Ihnen dennoch, manchmal empfiehlt es sich ja auch, Herr Bellino, das dann zu lesen, was eine solche Expertenkommission hier auf den Tisch gelegt hat. Und da will ich Ihnen einmal auf Seite 203 vorlesen, was sie dazu gesagt hat zur parlamentarischen Kontrolle und zur Stärkung derselben. Auf Randnummer 445 steht, ich zitiere,
Zudem ist nach Überzeugung der Kommission ein Mindestmaß an politischer Distanz zur Exekutive unerlässlich. Daher müssen in der Parlamentarischen Kontrollkommission insbesondere auch die Oppositionsfraktionen angemessen vertreten sein. Angemessen vertreten sein, und zwar alle Oppositionsfraktionen. Und es wird hier sogar noch Bezug darauf genommen, dass in anderen Bundesländern speziell dazu Regelungen geschaffen wurden, gesetzliche, dass alle Oppositionsfraktionen vertreten sind, weil nur durch Transparenz und Offenheit, meine Damen und Herren, gewinnen Sie das verloren gegangene Vertrauen zurück. Und das ist auch überall anders der Fall, meine Damen und Herren. Das ist in anderen Bundesländern der Fall. Das Parlamentarische Kontrollgremium des Deutschen Bundestages wurde schon entsprechend geändert. Aber hier in Hessen, Herr Bellino, haben Sie es tatsächlich fertiggebracht, bei einer der letzten Novellen die parlamentarische Kontrolle mehr zu kontrollieren. Also das ist wirklich eine Einmaligkeit in der Bundesrepublik Deutschland, dass hier in Hessen Regelungen geschaffen wurden, um die Abgeordneten besser zu kontrollieren in der Parlamentarischen Kontrollkommission. Das will ich Ihnen noch einmal mitgeben. Die Abgeordneten waren beim Versagen des Staates im Zusammenhang mit Kollegin der Kollegin Faeser, Sie müssen bitte Problem, zum Schluss meine kommen. Damen und Herren. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Wir brauchen einen umfangreichen auch Mentalitätswechsel. Und die gesetzlichen Grundlagen sind ein Baustein, ein Bereich der Handlungsempfehlung sowohl des Deutschen Bundestages als auch der Expertenkommission. Wir haben hier dringenden Handlungsbedarf. Deswegen fordern wir Sie heute nochmals auf. Legen Sie einen verfassungskonformen, modernen Gesetzentwurf vor. Stärken Sie die parlamentarische Kontrolle. Tragen Sie mit dazu bei, dass das Vertrauen in die Behörden wieder zurückkehrt. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bauer, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, für so eine schwache Rede so viel Applaus, bin leicht irritiert. Aber ja, Frau Faeser, ich habe Ihre Pressemitteilung von 2014 dabei. Da sprachen Sie noch davon, wir brüskieren die Expertenkommission, weil wir einen Gesetzentwurf unterbreitet haben. Heute stellen Sie sich hin und sagen, ja, wo ist es denn? Wir sollen das schnell beschließen. Dabei wissen Sie selbst ganz genau, dass wir vor wenigen Wochen einen Termin hatten, wo die Expertenkommission eine Bewertung vorlegen sollte. Wir haben den Termin verschoben für den 1. September verschoben. Dass Sie das nicht wahrhaben wollen, ist eine erneute Brüskierung der Expertenkommission, die wir nicht mitmachen, Frau Faeser. Ganz einfach. Wir warten ab, bis die Experten uns Antwort geben zu ihren Vorschlägen. Meine Damen und Herren, Freiheit und Sicherheit sind in unserer Gesellschaft in diesen Zeiten von verschiedenen Seiten bedroht. Die Sicherheitsarchitektur steht bekanntlich vor großen Herausforderungen. Und für uns ist ein unverzichtbarer Teil der hessischen Sicherheitsarchitektur das Landesamt für Verfassungsschutz. Hass und Gewalt muss mit allen Mitteln des Rechtsstaates begegnet werden. Und zu diesen Mitteln zählt für uns auch der Verfassungsschutz. Ohne einen starken Verfassungsschutz kann es keine Sicherheit geben, meine Damen und Herren. Es ist der Verfassungsschutz der Extremisten jedweder Couleur beobachtet. Die Aufgabe des Landesamtes ist es eben, mit den zuständigen Stellen es zu ermöglichen, rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzuleiten. Das Landesamt für Verfassungsschutz leistet auch einen Schutz vor organisierter Kriminalität. Wir sind der Überzeugung, dass dieses Amt einen wichtigen Beitrag leistet für die Sicherheit in Hessen leistet. Die Frauen und Männer machen dort nach unserer Auffassung eine gute Arbeit. Das gilt es an der Stelle auch einmal zu betonen. Selbstverständlich muss jede Sicherheitsarchitektur stetig überprüft werden, ob sie den aktuellen Herausforderungen der Zeit gewachsen ist. Strukturen und Arbeitsprozesse müssen optimal aufgestellt werden.
Daher wurde in den zurückliegenden Jahren sehr viel für Verbesserungen des Amtes auch getan. Ich nenne hier exemplarisch nur einige Maßnahmen. 2008 wurde innerhalb des LfV das Kompetenzzentrum Rechtsextremismus Corex gegründet. Im Jahr 2011 wurde das Amt umfangreich umstrukturiert. Ein Jahr später, 2012, nahm das gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum GTEZ seine Arbeit auf. Das LfV ist dort ein wichtiger Teil. Sicherheit ist heute mehr denn je vernetzte Sicherheit und nur in Zusammenwirkung verschiedener Behörden leistbar. In den Jahren 2006 bis 2011 wurde die Zahl der Planstellen deutlich erhöht. Auch im laufenden Haushaltsjahr haben wir für das LfV 55 zusätzliche Planstellen erhalten, ein Plus von 20%. Das ist eine große Steigerung. Mehr Stärkung gibt es in keiner anderen Bereiche der inneren Sicherheit. Mit dieser Stärkung werden vor allem die Bereiche Observation, Internetaufklärung und die Bearbeitung von Rechtsextremismus, Salafismus verstärkt. Das ist unser Ziel, das wollen wir, denn das sind die aktuellen Bedrohungslagen, meine Damen und Herren. Unter dem damaligen Innenminister Boris Rhein wurde 2012 mit dem Projekt Neuausrichtung Verfassungsschutz bereits begonnen. Unter der Leitung von Dr. Wilhelm Kanter wurde der Reformprozess weiter vorangetrieben. Die sogenannte Kanter-Kommission hat schon damals zahlreiche Impulse gesetzt, deren Erfolge wir heute sehen. Die Themen Ausbildung, Prävention, Einsatz und Führung von V-Leuten, die Zusammenarbeit mit der Polizei und mit Kollegen von Bund und Ländern, auch die Daten- und Aktenpflege standen auf der Agenda und wurden optimiert. Das Projekt hatte Folgen. Die vorhandenen Regelungen zur Aktenführung wurden in einer Dienstvorschrift zusammengeführt. Die hessischen Beamten für den Verfassungsschutz haben einen eigenen Ausbildungszweig an der Fachhochschule erhalten. Meine Damen und Herren, der Reformprozess geht selbstverständlich weiter. Auch unter Innenminister Peter Beuth wird das mit großer Energie fortgesetzt. Die von der hessischen Landesregierung eingesetzte Expertenkommission zur Aufarbeitung im Rahmen der NSU-Prozesse hat Empfehlungen abgegeben. Und vor allem mit Prof. Hans-Joachim Jentsch und Frau Prof. Dr. Hertha Däubler-Gmelin haben wir herausragende Persönlichkeiten gewinnen können, die uns Empfehlungen gegeben haben, die bereits im vergangenen Jahr auch einen Abschlussbericht vorgelegt haben. Wir setzen sie deshalb um, weil wir die Herrschaften erst einmal eingeladen haben, uns zu berichten. Ja, und Sie wissen selbst, dass der Termin am 1. September ist. Und dann hören wir zu, überlegen, was wir machen. Und wenn Sie weiter diese Herrschaften brüskieren wollen, geht das mit Ihnen nach Hause, nicht mit uns, meine Damen und Herren. Diese Fachleute sind es wert, gehört zu werden. Die Expertenkommission, wenn Sie lesen, was die Herrschaften geschrieben haben, dann haben Sie der Landesregierung für die Reformen bei Polizei, Justiz und Verfassungsschutz ein durchaus gutes Zeugnis ausgestellt. Ich darf einmal zitieren aus dem Abschlussbericht. Die Kommission sagt: Viele sinnvolle Maßnahmen sind ergriffen, die vor allem die zentralen Themen Informationsaustausch, Aktenführung, Datenschutz und Einsatz der Führung von Vertrauenspersonen betreffen. Ein gutes Zeugnis wurde ausgesprochen, dass Hessen in diesem Bereich vorangeschritten ist. Es gibt schon länger ein entsprechendes Hauptsachgebiet Präventionsarbeit im LfV. Das LfV hat sich inhaltlich organisatorisch neu aufgestellt, und diese Arbeit geht auch weiter voran. Natürlich wurden auch manche Regelungen, die wir in dem Gesetzentwurf vorgelegt haben, 2014, kritisch beurteilt. Das betraf aber, wenn Sie ehrlich sind, Frau Faeser, und das hätte ich schon erwartet, gerade die Regelungen, die wir in Hessen vorgeschlagen haben, die auf größere Transparenz des Landesamtes und für einen größeren Informationsaustausch mit Bundesbehörden abzielen. Das wurde kritisiert. Und dementsprechend müssen wir diese Kritik auch ernst nehmen und entsprechend auswerten. Und manche Kritik erklärt sich auch aus neuen gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene, Regelungen, die übrigens 2014, als wir unsere Entwürfe vorgelegt haben, noch gar nicht vorlagen. Also, Sie kritisieren uns für etwas, was damals noch gar nicht bekannt war. Das ist schlicht unredlich, meine Damen und Herren. Es ist doch selbstverständlich, dass wir die neuen Regelungen genau ansehen werden und auch entsprechend einarbeiten werden für unsere Reformvorschläge. Wir werden das gründlich prüfen und in einem eigenen Gesetzentwurf auch entsprechend umsetzen. Es ist deshalb schon mehr als seltsam, dass Sie jetzt so ungeduldig auf einen Gesetzentwurf drängen. Dabei hatten die Experten hatten noch gar keine Gelegenheit, ihren Bericht im Innenausschuss vorzustellen, so wie wir ihnen es zugesagt und auch angekündigt hatten. Am 1. September werden die Mitglieder der Expertenkommission ihren Bericht abgeben. Meine Damen und Herren, damals ging es Ihnen viel zu schnell. Heute können Sie es einfach nicht abwarten. Es gibt einfach unwiderstößliche Fakten.
Die Maßnahmen zur Verbesserung des Verfassungsschutzes wurden bereits 2014 eingeleitet. Wir waren damals bundesweit Vorreiter mit gesetzlichen Vorhaben. Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen, allerdings seriös. Denn das Thema Verfassungsschutz, der für unsere Sicherheit eine so große Bedeutung hat, ist ein sehr wichtiges Thema. Und da gilt für uns nicht, wer zuerst losläuft, macht den besseren Gesetzentwurf, sondern wer sich das Ganze gründlich und seriös überlegt. Und da bin ich sicher, dass wir auf der richtigen Seite sind, meine Damen und Herren. Und wenn Sie schon so tun, als gäbe es hier keine Kontrolle, dann sage ich Ihnen, Sie sind ja die Vorsitzende, ich glaube schon, dass die fünf Kolleginnen und Kollegen ordentliche Arbeit machen. Es muss nicht jede Fraktion vertreten sein in dieser Kontrollkommission. Was sagen Sie denn, wenn in Parlamenten NPD-Vertreter sind oder die AfD? Sollen die dann auch in die Verfassungsschutzkommission reingehen, meine Damen und Herren? Während den Anfängen. Die Arbeit des Verfassungsschutzes ist ohne die V-Leute nicht denkbar, meine Damen und Herren. Ich sage, Kolleginnen und Kollegen, bitte lassen Sie den Redner weiterreden. Wir wollen keine türkische Verhältnisse hier, meine Damen und Herren. Das sage ich Ihnen ganz deutlich. Denn die Arbeit des Verfassungsschutzes ist ohne V-Leute nicht denkbar. In Thüringen glaubt man ja nur noch unter besonderen Aspekten, nur noch in Ausnahmefällen ohne V-Leute auszukommen. Was davon der Leiter, der neue Leiter hält, kann man nachlesen. Ich darf ihn zitieren. Man braucht V-Leute, um an Informationen zu kommen. Das ist schlicht eine Klatsche, meine Damen und Herren, für den falschen Weg der Thüringer Koalition. Und das sollte allen zu denken geben. Meine Damen und Herren, es ist schlicht naiv zu glauben, der Kampf gegen Extremisten und Radikale, seien es Rechts- oder Linksextremisten, islamistische Fanatiker oder andere Feinde, könnte ohne den Einsatz von geheimdienstlichen Mitteln erfolgreich bestritten werden. Meine Damen und Herren, es zählt dazu auch grundsätzlich der Einsatz von V-Leuten. Man würde schlicht das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man aufgrund von zweifelhaften V-Leuten das Instrument als solches infrage stellen würde. Wir werden uns diese Frage der Führung von V-Leuten auch ganz genau anschauen, meine Damen und Herren. Noch einmal, ein moderner Verfassungsschutz wird die Sicherheit für die Menschen in Hessen weiter erhöhen. Gelingt es uns, das Wissen und die Erfahrungen der Sicherheitsbehörden zu bündeln, sind wir besser und gezielter vor Gegnern unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung geschützt. Noch einmal, wir haben nach der Vorstellung des Berichts der Expertenkommission schon lange damit begonnen, die Arbeitsergebnisse gründlich und sorgfältig auszuwerten und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir werden die Reform des Verfassungsschutzes weiter voranbringen. Der Antrag der SPD trägt dazu nun mal gar nichts dazu bei. Wir brauchen von Ihnen keine Nachhilfe in Fragen der inneren Sicherheit. Das, was wir wollen und das, was wir umsetzen, mit einem klugen und ausgewogenen Gesetzentwurf ist, wir wollen einen starken, einen handlungsfähigen, einen schlagkräftigen Verfassungsschutz. Wir wollen einen Verfassungsschutz, der über verbesserte Analysefähigkeiten, die nötigen nachrichtendienstlichen Mittel verfügt und mit anderen Behörden effektiv zusammenarbeitet. Wir wollen einen Verfassungsschutz, der stärker operativ ausgerichtet ist, der gut parlamentarisch kontrolliert ist. Und dazu werden wir einen guten, ausgewogenen Gesetzentwurf vorlegen. Und wir werden korrekt uns verhalten, denn die gebetenen Experten, die geladen sind, werden wir zu einem Bericht bitten. Und Sie wissen ganz genau, was der Grund war, warum der ursprüngliche Termin im Mai verschoben wurde. Kollege Bauer, Sie müssen zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss, weise nur noch einmal auf die Unkollegialität hin, weil Sie wissen genau, der Bericht hätte im Mai gegeben werden sollen. Er ist aufgrund einer Delegationsreise verschoben worden. Das wissen Sie. Der nächste Termin mit den Experten war im September. So lange müssen Sie schon noch gedulden, und dann werden Sie einen überzeugenden Gesetzentwurf der Koalition zu lesen bekommen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollegin Faeser. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Bauer, ich habe mich deshalb gemeldet, weil Sie gesagt haben, wir würden hier die Expertenkommission brüskieren. Das finde ich schlicht eine Unverschämtheit. Wir haben hier das aufgegriffen, was die Expertenkommission im Oktober letzten Jahres vorgelegt hat. Da darf ich noch einmal zitieren. Auf Seite 2 der Stellungnahme zu Ihrem in Anführungszeichen Gesetzentwurf steht,
Die Kommission hält es für geboten, den Entwurf zu überarbeiten. Hierbei sollte die Gesetzgebung des Bundes und anderer Länder berücksichtigt werden. Das ist ein klarer Arbeitsauftrag. Wollen Sie im September diesen Arbeitsauftrag noch einmal persönlich von der Expertenkommission hören? Sie hätten längst arbeiten können, und darauf weisen wir Sie heute hin und fordern diesen Entwurf ein. Und Herr Kollege Bauer, wenn Sie das einmal gelesen hätten, welche umfangreiche Arbeit die Expertenkommission geleistet hat, und ich will das noch einmal mit Hochachtung versehen, was dort geleistet wurde, da geht es um 47 einzelne Handlungsempfehlungen des Deutschen Bundestages. 47, davon sind 3, 4 zur Verfassungsschutzgesetzgebung. Diese werden uns im Innenausschuss vorgestellt in Gänze. Das hat mit dem Gesetzgebungsverfahren erst einmal nichts zu tun. Deswegen sind Sie hier gefragt. Deswegen fordern wir Sie noch einmal auf, legen Sie einen modernen, verfassungskonformen Gesetzentwurf vor. Ich will Ihnen noch einmal etwas zur Arbeitsweise der Parlamentarischen Kontrollkommission sagen. Herr Kollege Bauer, die Expertenkommission hat ausdrücklich noch einmal darauf hingewiesen, dass nicht die Verwaltung das Prä haben soll, sondern das Parlament. Und dass das aber nur geht, wenn sie hinreichend ausgestattet sind. Und auf Seite 204 des Abschlussberichtes der Expertenkommission steht, ich zitiere, daher sollte der Kontrollkommission eine ausreichende Zahl ständiger Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Kollegin, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Die 2 Minuten sind zu Ende. Das eindeutige Prä, die parlamentarische Kontrolle zu stärken, das ist das Petitum von Herrn Jentsch, von Frau Gmelin, von Herrn Prof. Wieland und von Herrn Dr. Christzeleit, die wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben. Setzen Sie diese endlich um. Vielen Dank. Zur Erwiderung hat das Wort Kollege Bauer. Meine Damen und Herren, Frau Faeser, wir wollen nicht mehr, nicht weniger als mit den Experten ins Gespräch treten, deren Vorschläge diskutieren und daraus die richtigen Rückschlüsse ziehen. Und wenn Sie schon aus der Stellungnahme der Expertenkommission zitieren, dann machen Sie es doch einmal vollständig. Ich darf mal zitieren. Die Experten sagen, sie kann über zahlreiche Maßnahmen der hessischen Polizei berichten, die in die richtige Richtung weisen. In den Schwerpunktthemen Erkennen von Rechtsextremismus, Personalgewinnung und Qualifizierung im Umgang mit Opfern und deren Angehörigen sind erhebliche Anstrengungen unternommen worden. Diese sinnvolle und notwendige Ausrichtung erfordert eine erhebliche Kraftanstrengung, die ohne zusätzliches Personal kaum zu leisten wird. Wir haben das LEV gestärkt, mit so viel Personal wie noch nie zuvor. Nächster Satz. Die hessische Justiz, soweit betroffen, befindet sich nach Einschätzung, hören Sie doch mal zu, was die Experten sagen. Die hessische Justiz befindet sich auf einem guten Weg. Nächster Zitatsatz. Auch das LFV hat nach Einschätzung der Kommission aufgrund einer gründlichen Auseinandersetzung mit den einvernehmlichen Empfehlungen viele sinnvolle Maßnahmen ergriffen. Nächster Satz. Heute wird sehr viel bereitwilliger und schneller Erkenntnisse der Polizei übermittelt als früher. Nächster Satz. Die Kommission kann schließlich feststellen, dass das LFV sich intensiv mit den Problemen auseinandersetzt, mit dem Einsatz von Vertrauenspersonen einhergehen. Meine Damen und Herren, ein großes Lob für viele Maßnahmen, die in Hessen sinnvollerweise ergriffen worden sind. Und das, was wir vorgelegt haben, wird im Dialog mit den Experten weiter verbessert. Dass Sie, Herr Schäfer-Gümbel, es nicht abwarten können, mit Frau Däubler-Gmelin ins Gespräch zu kommen, kann ich nun schon mal gar nicht nachvollziehen. Diese Expertin ist von Ihnen benannt worden. Wir wollen das Gespräch suchen. Sie wissen, der Termin war im Mai. Er ist verschoben worden in den September. Und dann werden wir zeitnah einen guten Gesetzentwurf vorlegen, und da brauchen Sie sich im Kopf zu schütteln, denn das, was Sie vorgelegt haben, ist schon einmal gar nicht brauchbar, meine Damen und Herren. Danke schön. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielleicht sollten wir in der Debatte ein bisschen abschichten. Ich würde dafür plädieren, dass wir an diesem Punkt, was die Reform des Verfassungsschutzes angeht und was die Schlussfolgerungen aus den Handlungsempfehlungen
des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages angeht, dass wir ein Größtmaß an Gemeinsamkeit finden sollten in dieser Debatte. Ich denke, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Faeser hat es ja auch am Anfang ihrer Rede gesagt, dass wir alle gut beraten wären, die notwendigen Schlussfolgerungen aus den schrecklichen Mordtaten des NSU zu ziehen, und das in möglichst großer Gemeinsamkeit. Daran kann ich eigentlich nur appellieren, meine Damen und Herren. Wir haben als Koalition dazu relativ frühzeitig einen Gesetzentwurf erarbeitet, den wir im Oktober 2014 vorgelegt haben. Also, Frau Kollegin, wir haben gehandelt. Wir haben dann die von der Landesregierung eingesetzte unabhängige Expertenkommission gebeten, die Entwürfe aus ihrer Sicht zu bewerten. Das hat die Expertenkommission im September 2015 getan. Wir sind jetzt dabei, die Anregungen und die Kritik der Experten an den von uns vorgelegten Gesetzentwürfen auszuwerten und die Entwürfe zu überarbeiten. Ich finde, das ist man dieser Kommission schuldig. Sie hat mit sehr viel Sachverstand an dieser Frage gearbeitet. Ich glaube, wir sollten uns die Zeit dafür nehmen und auch die inhaltliche Kompetenz heranziehen, das jetzt in diese Entwürfe einzuarbeiten, meine Damen und Herren. Ich will betonen, Frau Kollegin Faeser, wir haben ein hohes Interesse daran, diese Arbeit möglichst schnell abzuschließen und dann natürlich in die Diskussion mit Ihnen zu kommen. Ich kann mir auch vorstellen, persönlich kann ich mir das vorstellen, dass wir, bevor dieser Vorschlag in die parlamentarische Beratung geht, auch wir das Gespräch mit Ihnen noch einmal suchen, um auszuloten, wo an diesem Punkt Gemeinsamkeiten sind. Frau Kollegin Faeser, die Reform des Verfassungsschutzes allein sind wir den Opfern des NSU schuldig, und da sollten wir zusammenarbeiten. Da es sich aber bei diesen Regelungen, die wir hier getroffen haben, um komplexe Materien handelt, das wissen Sie natürlich selbstverständlich als Juristin, verrate ich Ihnen kein Geheimnis, dass wir hier nach der Prämisse vorgehen, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Ziel der vorgelegten Gesetzentwürfe ist es, die notwendigen Lehren aus dem rechtsterroristischen Mordserien der NSU zu ziehen. Dazu gehört unter anderem im Verfassungsschutzgesetz den Einsatz sogenannter V-Leute transparenter und restriktiver zu regeln, den Informationsfluss zu verbessern und dem Verfassungsschutz ein auf eine freie und plurale Gesellschaft bezogenes Leitbild zu geben und natürlich die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes zu verbessern. Ich glaube, da sind wir uns einig, meine Damen und Herren. Die von uns vorgesehenen Regelungen in den Gesetzentwürfen wurden von der Expertenkommission als teilweise zu weitgehend erachtet, insbesondere die Regelungen in den Bereichen Transparenz des Landesamtes für den Verfassungsschutz und im Bereich des Informationsaustausches wurden von der Kommission kritisiert. Ich will das noch einmal betonen, Frau Kollegin Faeser. Man muss sich in der Debatte dann schon entscheiden. Entweder kritisiert man uns dafür, dass wir transparentere Regelungen vorgelegt haben, oder Sie sagen, wir sollen das umsetzen, was die Expertenkommission gemacht hat. Die Expertenkommission hat nämlich in ihrem Bericht genau diese weitgehendere Transparenz, das weitgehendere Steuern von V-Leuten, genau das kritisiert. Da müssen Sie sich schon für eines der Argumente entscheiden. Aber ich bin da sehr gerne bereit, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Gerade, meine Damen und Herren, was den Bereich der Transparenz angeht, sind doch die Probleme im Zusammenhang mit den NSU-Mordtaten aufgetreten. Mangelnde Transparenz, mangelnder Informationsaustausch, das Fehlen von klaren Regeln für den Einsatz von V-Leuten, das waren doch die Probleme. Wir kommen doch bei der Arbeit der Untersuchungsausschüsse in den Ländern und auch bei der Arbeit des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages immer wieder an den Punkt, wo wir beklagen oder feststellen, dass zwar Informationen vorgelegen haben, aber diese Informationen nicht oder nur unzureichend weitergegeben worden sind und dass falsche Schlussfolgerungen gezogen worden sind. Wenn wir diesen Feststellungen zustimmen, und das tun wir, glaube ich, alle, dann kann das nur heißen, dass wir transparentere, offenere Regelungen brauchen und dass wir den Datenaustausch zwischen den Ländern und dem Bund verbessern müssen. Das tun wir in dem Entwurf. Die Expertenkommission sagt aber, dass ihr das zu weit geht. Diesen Diskurs müssen wir führen, meine Damen und Herren. Wir haben gesehen, dass der Einsatz der V-Leute mit Mängeln behaftet war. Das wollen wir ändern.
Auch das ist ein Konflikt, meine Damen und Herren. Ich will das auch an zwei Beispielen noch einmal deutlich machen. In § 7 verpflichten wir das Landesamt für den Verfassungsschutz zur gegenseitigen Information, Unterstützung und Hilfeleistung mit dem Bund und anderen Bundesländern. Die Expertenkommission sagt, es fehle dem Land an der Regelungskompetenz, weil der Bund zuständig sei. Also, wir regeln etwas, was im Grundsatz richtig ist. Die Expertenkommission sagt aber, ihr dürft das nicht, weil der Bund zuständig ist. Darüber müssen wir reden, meine Damen und Herren. Und das tun wir gerade in der Auswertung der Vorschläge, die die Expertenkommission gemacht hat. In § 22 wird z. B. die Datenübermittlung an andere Bundesländer geregelt. Da sagen wir, wir wollen diesen Datenaustausch. Die Expertenkommission sagt, das ist ausschließlich Sache des Bundes. Aber wenn wir an den NSU denken, müssen wir doch einfach einmal zur Kenntnis nehmen, dass wenn die Informationen aus Thüringen frühzeitig an die anderen Länder gegangen wären, wäre es unter Umständen gar nicht zu den vielen Mordtaten des NSU gekommen. Also wollen wir die Schlussfolgerungen aus diesen Morden ziehen. Und ich finde, diese einfache Debatte, die hier zum Teil geführt wird, ist nicht zielführend. Wir müssen uns grundständig mit den Angelegenheiten beschäftigen. Wenn dann Frau Kollegin Faeser in der Pressemitteilung vom 10. Dezember kritisiert, ich zitiere, der Gesetzentwurf enthält Regelungen, für die das Land keine Gesetzgebungskompetenz hat, Zitat zu Ende, ist das zwar, wie ich meine, eine ernsthafte Kritik. Wir haben aber nach den schrecklichen Mordtaten des NSU den Auftrag, Regelungen zu treffen, die das Hessische Landesamt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu einem Informationsaustausch und zu Transparenz verpflichtet. Das ist das Ziel dieser Regierung, meine Damen und Herren. Gleichzeitig gilt für die Auswahl und die Arbeit, Gleiches gilt für die Auswahl und für die Arbeit der sogenannten V-Leute. Wir haben in unserem Gesetzentwurf sehr restriktive Regelungen für den Einsatz formuliert. Ich zitiere § 15 Absatz 5. Dort wird normiert, verdeckt eingesetzte Personen dürfen zur Erfüllung ihres Auftrages keine Straftaten begehen. Zitat zu Ende. Der Expertenkommission ist das zu weitgehend. Die Expertenkommission sagt, wenn ihr euch nicht vom Informationsfluss aus diesen Gruppen abschneiden wollt, müsst ihr unter Umständen auch Straftaten zulassen. Also, Frau Kollegin Faeser, Sie müssen sich schon entscheiden. Entweder sollen wir den Vorschlägen der Expertenkommission folgen, oder Sie wollen restriktivere Regelungen für den Einsatz der V-Leute. Für eines dieser Ziele müssen Sie sich entscheiden. Beides zusammen geht leider nicht, meine Damen und Herren. Diesen Konflikt, meine Damen und Herren, müssen wir auflösen. Das tun wir. Ich bin da gerne bereit, zu jeder Zeit auch mit Ihnen das Gespräch zu führen, meine Damen und Herren. An der Bearbeitung dieser Konflikte arbeiten wir. Ich will das noch einmal betonen. Der Kollege Bauer hat es gesagt. Wir haben in Hessen frühzeitig begonnen, Konsequenzen aus den Erkenntnissen der NSU-Mordserie zu ziehen und die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu verbessern. Diese Anstrengung würdigt die Expertenkommission ausdrücklich in ihrem Bericht zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Deutschen Bundestages. Ich zitiere. Laut Expertenkommission setzt die Landesregierung die Handlungsempfehlungen, Zitat, zügig, gründlich und erfolgreich um, Zitat zu Ende. Also, die Kommission lohnt dem Grunde nach die Arbeit der Landesregierung und die Arbeit der Sicherheitsbehörden bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen. Ich will ein bisschen zitieren aus diesem Bericht, damit das einmal klar wird und hier diese Unterstellung nicht permanent im Raum steht, dass wir diese Probleme nicht angehen wollen. Wir wollen diese Probleme angehen, damit so etwas wie NSU nie wieder passieren kann. Aber das müssen wir dann bitte auch gründlich machen, meine Damen und Herren, und nicht einmal gerade so mit einem Wisch hier vom Pult aus. Die Kommission sagt, die zahlreichen Veränderungen bei der Polizei, bei Justiz und Verfassungsschutz, um eine neue Arbeits- und Fehlerkultur zu etablieren, ist gut. Das bereits im Frühjahr 2013 neu gestaltete Personalentwicklungskonzept für das Landesamt für den Verfassungsschutz wird gelobt.
die erfolgreiche Überprüfung ungeklärter Tatdelikte aus der Vergangenheit auf einen rechtsextremistischen Hintergrund wird gelobt. Die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz wird ausdrücklich gelobt. Die Verbesserung der Kollege Frömmrich, Sie müssen zum Ende kommen. Ich bin sofort zu Ende. Die Verbesserung der Aufklärung politisch motivierter Kriminalität wird gelobt. Die Präventionsprojekte werden gelobt. Die Verbesserung der Betreuung von Opfern rassistischer Gewalt werden gelobt. Meine Damen und Herren, ich bin sehr dafür, dass wir gemeinsam grundständig an diesem Prozess arbeiten. Ich bin dafür, dass wir ein modernes, ein transparentes und ein gutes Gesetz für den Verfassungsschutz auflegen. Ich glaube, wir sind es den Opfern des NSU schuldig, und wir sollten das nicht zur kleinen parteipolitischen Debatte nutzen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schaus, DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin der SPD sehr dankbar, dass wir diese Debatte heute führen, weil es uns auch die Möglichkeit gibt, sehr grundsätzlich die Erfahrungen, unsere Erfahrungen mit dem Verfassungsschutz auch über Hessen hinaus zu diskutieren und hier in die Debatte einzubringen. Und eins lassen Sie mich vorneweg sagen: Eine wirksame parlamentarische Kontrolle von Geheimdiensten existiert bis heute überhaupt nicht. Und wer anderes behauptet, der ist entweder naiv oder täuscht bewusst die Öffentlichkeit. Wir reden beim Landesamt für Verfassungsschutz von einer Behörde, die entgegen des Sparzwangs in allen anderen Bereichen der Landesverwaltung seit über 10 Jahren immer weiter Personal und immer mehr Kompetenzen erhält. Allen Skandalen, Sozialkürzungen, Bildungskürzungen und Lohnkürzungen zum Trotz, für den Verfassungsschutz darf es immer noch ein bisschen mehr sein. Allein in diesem Jahr wurden die Stellen beim Verfassungsschutz und sage und schreibe 20% ausgeweitet. Wo gibt es das sonst im Landesdienst, frage ich, meine Damen und Herren. Wir LINKE sagen seit Jahren, das sind die falschen Prioritäten. Es ist hochgefährlich, dass ein skandalbelastetes und undemokratisches Gebilde wuchert, während auf wirksame parlamentarische Kontrolle de facto vollständig verzichtet wird. Wir reden über eine Behörde, der per Gesetz erlaubt ist, gegen das Legalitätsprinzip zu verstoßen. Wir reden über Geheimdienstverbünde, die nach den Veröffentlichungen um NSU-Skandal, im NSA-Skandal und im BND-Skandal offensichtlich vieles machen, was die Verfassung eben nicht schützt, sondern diese fortlaufend und massenhaft bricht. Jede Beamtin, jeder Bürger und jede Würstchenbude muss sich an Gesetz und Regeln halten und wird im Zweifel öffentlich zur Rechenschaft gezogen. Aber der Geheimdienst darf sogar mit Straftätern kooperieren, darf Straftäter bezahlen und sie vor Strafverfolgung schützen. Die Leute, die der Verfassungsschutz als Vertrauenspersonen bezeichnet, sind überwiegend Kriminelle, und denen wird vertraut. Denen vertrauen wir ja unsere Verfassung an. Das ist schon ein starkes Stück. Nachdem entscheidet der Verfassungsschutz dann auch noch nach eigenem Ermessen, was die Öffentlichkeit und die Parlamente darüber erfahren dürfen. Schredder oder Nichtschredder? Das wissen wir heute. Entscheiden die Dienste nach ihrem eigenen Ermessen. Ich bezweifle, dass ein solches Geheimdienstsystem gut für die Demokratie ist. DIE LINKE sagt seit Jahren, Herr Bauer, wir wollen keinen Staat im Staate. Die Geschichte der Geheimdienste ist zumal in Deutschland untrennbar mit diktatorischen Erfahrungen verbunden und eben nicht mit der Demokratie. Eben nicht. Das ist Teil der deutschen Geheimdienstgeschichte. Spätestens nach den Enthüllungen im NSU-Prozess muss doch klar sein, die Geheimdienste haben im Kampf gegen rechts entweder
vollständig versagt, oder aber sie haben sogar selbst zum Erstarken der rechten Szene und zu Gewalt beigetragen. All jenen, die die Geheimdienste dennoch für unverzichtbar erklären, sage ich, es kann und darf in der Demokratie doch nicht sein, dass eine Regierungsbehörde außerhalb von Gesetzen operiert und dass sie selbst darüber entscheidet, wer sie dabei kontrolliert. Es muss doch unser demokratischer Mindestanspruch sein, das Tun und Lassen wenigstens im Nachgang zu kontrollieren, und zwar umfassend und ohne jede Einschränkung, Herr Bauer. Also genauso läuft es. Lediglich drei Fraktionen des Hessischen Landtags, Frau Faeser hat darauf hingewiesen, davon zwei Regierungsfraktionen, ist es gestattet, sich an einem unbekannten Ort zu einer unbekannten Zeit über unbekannte Dinge berichten zu lassen und darüber dann für immer zu schweigen. Diese fünf Abgeordneten dürfen nicht einmal Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz befragen oder bei Verstößen jemanden einschalten. Nicht den Landtag, nicht den Datenschutz, nicht die Medien, niemanden. Das ist doch keine Kontrolle, Herr Bauer, sondern eine Alibi-Veranstaltung, sage ich. Hier wird doch die Öffentlichkeit nur Kontrolle vorgegaukelt, meine Damen und Herren, und das seit Jahr und Tag. Meine Damen und Herren, wir erleben nun im NSU-Untersuchungsausschuss unfassbare Dinge. Sogar für Geheimdienstkritiker wie mich ist fast nicht zu glauben, was ich da erleben muss. Da kommen Geheimdienste in den Ausschuss, frei von Ahnung und Sachverstand, frei von Moral und mit einer Arroganz gegenüber dem Parlament, dass es mir gruselig wird. Da wird intern über die NSU-Opfer abfällig gesprochen. Da werden reihenweise Dienstvergehen begangen, ohne dass was passiert im Amt. Da werden Vorgesetzte und die Polizei belogen, und das Parlament und die Öffentlichkeit werden getäuscht. Und das alles von Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen. Noch schlimmer, Herr Bauer, sind aber die V-Leute selbst, die angeblichen Vertrauensleute, ihre angeblichen Vertrauensleute. Wir haben jetzt zwei öffentlich vernommen, und man kann niemandem erklären, warum der Staat mit denen kooperiert hat. Ausgerechnet mit denen. Herr Bauer, ich möchte unsere Verfassung nicht Herrn Gärtner anvertrauen und auch nicht Herrn Temme. Das sage ich Ihnen ganz eindeutig. Das ist die jetzige Zwischenbilanz schon aus diesen Erfahrungen. Mein Eindruck war, dass die nämlich unsere Gesellschaft eher verachten, als sie sozusagen intensiv zu schützen, und dass auf Staatskosten sie noch versorgt werden und im Wesentlichen überhaupt nichts Brauchbares liefern, was im Kampf gegen Rechts in diesem Fall von Nutzen gewesen wäre. Und was macht die Landesregierung angesichts dessen? Die Antwort ist klar, nichts, außer weiteres Chaos. Im letzten Jahr hat man mir auf die Frage nach den NSA-Aktivitäten geantwortet, man habe keine Erkenntnisse darüber. Die Standorte sind zwar in Hessen, das kann jeder nachlesen, aber laut Landesregierung gibt es das nicht. Und was es nicht gibt, das gibt es eben nicht. Im NSU-Komplex erklärte die Landesregierung tatsächlich, in Hessen habe es keinerlei Pannen gegeben. Und das erklärt sie noch heute. Und ich glaube, Sie glauben das, und Sie vertreten das auch selbst. Was die parlamentarische Kontrolle also angeht, erleben wir ein peinliches Schauspiel. Und über den Streit über die Expertenkommission will ich nur daran erinnern. Erst wollte Schwarz-Grün die Einsetzung eines NSU-Untersuchungsausschusses mit allen Mitteln verhindern. Und nur deshalb wurde eine Kommission aus vier Personen im Innenministerium eingesetzt, die parteipolitisch ausgesprochen ausgewogen zusammengesetzt war. Diese Kommission sollte auf der Grundlage der gemeinsamen Empfehlung des ersten NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag eigenständig Vorschläge zur Neuausrichtung des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz machen und unabhängig arbeiten. Und sie sollte, sage ich dazu, und das ist immer wieder betont worden seinerzeit,
dies alles in enger Abstimmung mit dem Innenausschuss des Hessischen Landtages tun. Aber wir haben sie bisher nur einmal, ein einziges Mal gesehen, und auch nur den Vorsitzenden, und das war auf Antrag unserer Fraktion. Und ein zweites Mal werden wir sie jetzt im Innenausschuss mit Ihnen in den Dialog gehen, und das ist am 1. September dieses Jahres. Soweit zu Ihrer angekündigten engen Zusammenarbeit mit dem Parlament seinerzeit. Aber ich will auch daran erinnern, noch bevor die Kommission seinerzeit ihre Arbeit aufnehmen konnte, hat Schwarz-Grün schnell einen bzw. zwei Gesetzentwürfe aus der Schublade gezogen und auf einer Pressekonferenz vorgestellt, um damit ihre eigenen Kommission auch erst einmal vor den Kopf gestoßen. Offiziell in den Landtag eingebracht, und das wissen wir heute, wurden diese und der andere Gesetzentwurf bis heute nicht, und sie sind auch seither nie mehr aufgetaucht. Die Kommission des Innenministers erklärte diesen Gesetzentwurf dann zur Krönung auch noch für unzureichend und teilweise verfassungswidrig, ein grotesker Vorgang, wie ich finde. Meine Damen und Herren, aus all unseren Erfahrungen der letzten Jahre ist die Position der LINKEN, den Geheimdienst, das Landesamt für Verfassungsschutz komplett in ein Zentrum für Demokratie und Menschenrechte umzuwandeln. Wir wollen eine Institution schaffen, die wissenschaftlich arbeitet und demokratische Initiativen und die Zivilgesellschaft stärkt und die vor allem auf das Kollege Schaus, kommen Sie bitte zum Ende. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Und vor allem das unsägliche V-Leute-System gänzlich darauf verzichtet, so wie es in Thüringen richtigerweise vorgenommen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Graulich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist in gewissem Umfang verständlich, dass vor dem Hintergrund des schrecklichen Geschehens, der schrecklichen Taten des NSU hier die Emotionen teilweise ein bisschen durchgehen und damit auch den Blick auf die zu entscheidenden Fragen verstellen. Ich kann das durchaus verstehen. Trotzdem empfiehlt es sich natürlich auch hier mit der entsprechenden notwendigen Nüchternheit und Klarheit an die zu entscheidenden Fragen heranzugehen. Deswegen will ich eingangs noch einmal kurz zusammenfassen, worüber wir heute eigentlich reden, wie der Sachstand ist. Die schwarz-grüne Koalition und der hessische Innenminister haben im Herbst 2014, am 10. Oktober, ihre Vorstellungen zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes vorgestellt, und das noch bevor die von der Landesregierung selbst eingesetzte überparteiliche Expertenkommission ihre Ergebnisse vorgelegt hat. Das war sicherlich nicht glücklich, hat mittlerweile auch die Koalition gemerkt. Und zum Glück haben Sie wenigstens eines nicht getan. Sie haben diesen unzureichenden Gesetzentwurf nicht in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Das hat Ihnen eine noch größere Blamage erspart. Ein Jahr später, am 12. Oktober 2015, hat dann die Expertenkommission ihren Bericht vorgelegt, der heute schon vielfach erwähnt und gelobt worden ist, zu Recht gelobt worden ist. Das war Anlass für die Koalition bzw. für den Innenminister. Man werde sich damit auseinandersetzen, den Entwurf überarbeiten, im Oktober 2015. Wir haben dann ein Vierteljahr gewartet und im Januar als Fraktion den Vorschlag unterbreitet, wenn es denn so schwierig ist, dass es in der Koalition nicht vorangeht, dass man gemeinsam über alle Fraktionen hinweg sich zusammensetzen sollte, um die Überarbeitung anzugehen. Zwei Monate später bekamen wir die Antwort, man wolle noch vor der Einbringung des Gesetzentwurfs auf die Opposition zukommen. Herr Frömmrich hat das heute auch noch einmal wiederholt. Nur sonst ist nichts passiert. Seitdem gab es keine weiteren Aktivitäten. Vor dem Hintergrund des Ausmaßes der Kritik der Expertenkommission könnte man fast Verständnis dafür entwickeln, dass die Regierungsfraktionen so lange Zeit für die Überarbeitung benötigen. Aber
Aber ich sage, man könnte nur fast Verständnis dafür haben. Denn was hier passiert, ist schlichtweg, dass die Koalition, dass die Landesregierung ihre Hausaufgaben nicht macht. Sie müssten gar nicht so sehr viel tun. Sie haben zwei Blaupausen, die auch noch zusammengeführt sind durch den Bericht der Expertenkommission, nämlich den Bericht einerseits und zum anderen die bundesgesetzliche Regelung. Eigentlich brauchen Sie nur abzuschreiben, um daraus ein ordentliches Gesetz auch für das Land Hessen zu machen. Aber dazu können Sie sich anscheinend nicht verständigen, oder dazu fehlt Ihnen die Kraft. Eines ist klar. Wer den Bericht der Kommission liest, und da nützt es gar nichts, Herr Kollege Bauer, Herr Kollege Frömmrich, zu verweisen auf das, was in der Tat in der letzten Wahlperiode schon zur Stärkung des Verfassungsschutzes getan wurde und was zum Glück diese Koalition fortgeführt oder jedenfalls nicht zurückgenommen hat, dass in der Tat die Strukturen dort verbessert worden sind. Wir reden hier über das Gesetz, das novelliert werden muss. Und da sind Sie bis jetzt alles schuldig geblieben. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist es, der in Bausch und Bogen bei der Kommission durchgefallen ist. Er soll nach der Meinung der Kommission überarbeitet werden, da er, ich zitiere wörtlich, in der vorgelegten Fassung nicht geeignet ist, die einvernehmlichen Empfehlungen des Bundestagsausschusses umzusetzen. Meine Damen und Herren, die Kommission betont, dass der Entwurf zu sehr hessische Eigenheiten betont und Sonderwege beschreitet. Das fängt im Einzelnen an mit der Frage der Gesetzgebungszuständigkeit. Hier regelt der Entwurf teilweise die Zusammenarbeit mit anderen Behörden sowie die Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs. Da aber ist der zutreffende und wichtige Hinweis, die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet des Verfassungsschutzes hat der Bund für diese Bereiche. Das ist eben eine Frage, Herr Kollege Frömmrich. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und dass Sie es nicht gemerkt haben, werfe ich keinem Parlamentarier vor. Das ist nun einmal etwas, was man verfassungsrechtlich im Blick haben muss. Aber der Verfassungsminister, der ja auch beteiligt war an der Erarbeitung des Gesetzentwurfs und der Vorstellung, der hätte doch im Blick haben müssen, wo die Gesetzgebungskompetenz liegt, was man machen kann und was man nicht machen kann. Das ist höchst peinlich, was hier geschehen ist. Ein anderer Punkt, den die Kommission zu Recht kritisiert, die Missachtung des Gebots einer klaren Aufgabenbeschreibung bei der Normenklarheit. Die Kommission schreibt hier dazu, der Entwurf aus Hessen weiche an vielen Stellen bewusst von den Formulierungen des Bundesgesetzes ab, ohne dass es dafür sachliche Rechtfertigungen gäbe. Zu Recht benennt man das als Länderegoismen. Und es gibt einen Punkt, den der Kollege Frömmrich auch gestreift hat, aber in seiner Bedeutung versucht hat, ein Stück zu relativieren. Es geht um das informationelle Trennungsprinzip, das Trennungsprinzip, das ein wesentlicher Bestandteil unserer verfassungsmäßigen Ordnung im Bereich der Sicherheit ist. Nach Auffassung der Kommission, nach Feststellung der Kommission, dreht der Entwurf nämlich genau das um, das Regelausnahmeprinzip. Der Regelfall ist, dass es keinen Austausch zwischen Geheimdienstorganisationen und Polizeiorganisationen gibt. Das ist unsere Rechtsordnung, Herr Kollege Frömmrich. Das steht so fest. Da kann man nicht einfach einmal sagen, wir gehen in Hessen her und drehen das einmal schnell um. Das funktioniert nicht. Ich räume eines ein, darüber können wir gerne an passender Gelegenheit auch diskutieren. Es ist schon die Frage, ob diese sehr singuläre Regelung, wie sie aufgrund der deutschen Geschichte zu Recht in Deutschland etabliert ist, heute noch zeitgemäß ist. Kein anderes Land der Welt versteht das, wie wir hier diese Trennung vollziehen. Aber es ist Verfassungsrecht. Es ist Verfassungsrecht, und wenn, dann können wir nicht durch einfachen Gesetzgebungsakt eines Landes das verändern, sondern müssen wir sehr grundsätzlich darüber reden, ob dort gegebenenfalls auch einmal Nachjustierungen geboten und an der Tagesordnung sind. Meine Damen und Herren, ich will in der Kürze der Zeit nicht alles abhandeln, was ansonsten noch auf der Agenda steht. Wir müssten das in der Tat sinnvollerweise gemeinsam angehen, gemeinsam, wie wir das z.B. bei der Reform des Datenschutzes in Hessen gemacht haben, gemeinsam herangehen, um ordentliche, tragfähige Regelungen zu bekommen. Sowohl der Bericht der Kommission wie auch das Bundesgesetz bringen die entsprechenden Regelungen. Ich will nur darauf hinweisen, die Zusammenführung von Informationen aus dem Bereich der Nachrichtendienste und aus dem Bereich der Polizei ist zwingend. Wir brauchen das. Da sieht das Bundesgesetz an der zuständigen Gesetzgebungsebene
auch entsprechende Regelungen vor, unter Beachtung des Trennungsprinzips mit dem nachrichtendienstlichen Informationssystem NADIS. Das sind Ansätze, über die wir uns unterhalten müssen, wie wir da weiterkommen. Es geht um die Frage der Durchgriffsmöglichkeiten des Bundesamtes und eben an sehr vielen Stellen nicht gerade darum, wie können wir in Hessen irgendwas machen nach dem Motto, die Hessen können es eh am besten. Das mag zwar manchmal so sein. In diesem Bereich ist es aber gerade kontraproduktiv. Was wir brauchen, sind Regelungen, die eben nicht dafür sorgen, dass es unterschiedliche Kompetenzen gibt, dass es all die Verwirrungen gab und die missratene Zusammenarbeit zwischen den Diensten, wie im Falle NSU deutlich geworden. Wir brauchen weitestgehend einheitliche Regelungen, und das sollte auch hier deutlich werden. Der SPD-Antrag nimmt die Kritik sowohl der Kommission wie auch unsere Kritik an dem, was die Koalition dort vorgelegt hat, grundsätzlich auf, nimmt auch die Empfehlungen der Kommission auf. Das fängt an mit der eigenen Geschäftsstelle der Parlamentarischen Kontrollkommission. Die ist in dem SPD-Antrag erwähnt. Ich will eines dazu sagen. Ich halte das für einen richtigen Ansatz. Das ist gut. Das brauchen wir. Auch die Kommission hat das empfohlen. Wir müssen allerdings auch darauf achten, dass eine solche Geschäftsstelle dann nicht degeneriert zum einfachen Instrument der Mehrheit, sondern es muss eine Geschäftsstelle für die gesamte Kontrollkommission, auch für jedes einzelne Mitglied der Kontrollkommission sein. In dem Zusammenhang eine Rolle spielt natürlich auch noch die Frage, die im SPD-Antrag nicht erwähnt wird, die wir aber noch erörtern müssen, inwieweit die Fraktionen Mitarbeiter hineinziehen können in die Arbeit der Parlamentarischen Kontrollkommission. Das ist ein schwieriges Thema, wie ich einräume, aber meines Erachtens auch ein sehr wichtiges, wenn es um die Arbeitsfähigkeit und die Effektivität dieses Gremiums geht. Und ein weiterer Punkt wird angesprochen im SPD-Antrag, die Frage der öffentlichen Berichtspflicht. Das ist eine große Herausforderung, ohne Frage. Insofern wird es wichtig sein, sehr genau Umfang und Grenzen dieser Berichtspflicht zu definieren. Aber, und da sollten wir uns einig sein, und das drückt der SPD-Antrag auch aus, wir brauchen eine transparentere Darstellung der Sicherheitslage. Es kann nicht so sein, dass der Landtag zu Beginn seiner Wahlperiode einmal hier beschließt, wem er das Vertrauen gibt, wen er in die Parlamentarische Kontrollkommission entsendet und ansonsten sagt Tabula rasa, alles, was dann dort hinter verschlossenen Türen passiert, interessiert uns nicht mehr. Da brauchen wir ein größeres Maß an Transparenz. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss sagen. Daher wird die FDP-Fraktion dem Antrag der SPD zustimmen. Und ich kann nur sagen an die Koalitionäre, gehen Sie auf unser Angebot ein zur Zusammenarbeit. Die Aufgabe, die sich uns als Parlament hier insgesamt stellt, ist zu groß für koalitionäre Alleingänge. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich damit beginnen. Ich bedauere ein bisschen, Herr Kollege Greilich, dass Sie angedeutet haben, dass die FDP-Fraktion dem Antrag der SPD zustimmen möchte, weil Ihr Beitrag, den Sie hier geleistet haben, die sachliche Auseinandersetzung mit Gesetzentwürfen und den Vorschlägen der Expertenkommission nicht zu dem Antrag, den die SPD-Fraktion hier eingebracht hat, passt. Denn das, was die SPD-Fraktion hier gemacht hat, ist, ich muss das einmal so sagen, der veranstaltete Zauber, gerade eben bei der Einbringung des Antrags durch die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Der durch das Gejohle zum Ausdruck gekommene, die durch das Gejohle zum Ausdruck gekommene mangelnde Ernsthaftigkeit, meine Damen und Herren, entspricht nicht den Aufgaben, die das Landesamt für Verfassungsschutz für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande zu leisten hat. Ich bedauere das ausdrücklich. Ich bedauere das ausdrücklich. Ich halte eine solche Umgangsform mit dem Verfassungsschutz für verantwortungslos. Meine Damen und Herren, viele von den Dingen, Kollege, mehr Ruhe. Ja. Thank you.
Wie heißt das im Lateinischen? Quod erat demonstrandum. Aber gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 47 einvernehmliche Empfehlungen hat der NSU-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag festgestellt. 47 einvernehmliche Empfehlungen, teilweise für die Polizei, teilweise für die Justiz und teilweise für die Verfassungsschutzämter auf Bundes- und auf Landesebene. Die Expertenkommission hatte von uns den Auftrag erhalten, dass sie das sozusagen prüft, inwieweit wir die Dinge, die für Hessen erforderlich sind, inwieweit wir die schon umgesetzt haben. Übrigens nicht auf einer gesetzlichen Ebene, sondern untergesetzlich. Die meisten Fragen, die dort sozusagen im Feuer stehen, sind alles nicht Fragen des Gesetzes, sondern sind alles Fragen, die im tatsächlichen Handeln der Ämter und der Behörden sozusagen zu berücksichtigen sind. Und ich finde, bei allem Lob für die Expertenkommission, Herr Kollege Greilich, ich schließe mich dem ausdrücklich an, die haben eine hervorragende Arbeit gemacht. Aber die Arbeit diese lobenswerte Arbeit der Expertenkommission hat vor allen Dingen eines zutage gefördert, dass die hessischen Sicherheitsorgane sich herausragend sozusagen in den letzten Jahren darauf eingestellt haben und in weiten Teilen genau diese Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses umgesetzt haben. Dafür gebührt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes vor allen Dingen Lob. Und das möchte ich hier einmal zum Ausdruck bringen. Wir haben dort ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt bekommen. Und ich finde, dass man das an dieser Stelle schon durchaus noch einmal deutlich sagen muss. Natürlich brauchen wir parlamentarische Kontrolle. Das ist doch völlig unstreitig. Darüber brauchen wir nicht miteinander zu ringen. Wir haben parlamentarische Kontrolle. Wir haben die Parlamentarische Kontrollkommission. Wir haben die G10-Kommission. Wir haben übrigens die Dienst- und Fachaufsicht im Ministerium. Wir haben den Datenschutzbeauftragten. Wir haben für die Fragen Fernmeldepost und so weiter Geheimnis ein eigenes Gremium. Wir haben gerichtliche Kontrolle. Meine Damen und Herren, es ist doch eine Mehr, dass es keine Kontrolle des Verfassungsschutzes gibt. Natürlich gibt es die. Und natürlich werden wir sie im entsprechenden Gesetz dann auch weiterentwickeln. Meine Damen und Herren, ich finde, es ist angemessen, in diesen Fragen eine ernsthafte Debatte miteinander zu führen, weil die aktuelle Bedrohungslage, der wir ausgesetzt sind, nichts anderes erfordert. Eine ernsthafte Debatte. Ich will Ihnen mal, und ich will es nicht fokussieren auf die eine Frage Paris, Brüssel und den islamistischen Terrorismus. Wir haben auf der anderen Seite die Situation, dass wir Linksextremisten und Autonome in diesem Land haben, wie wir bei Blockupy gesehen haben und bei brennenden Polizeifahrzeugen. Wir haben die Situation, dass wir über eine Vielzahl von Flüchtlingen und Unterkünften, dass wir dort eine Bedrohungslage aus dem rechtsextremistischen Bereich haben. Meine Damen und Herren, all diese Fragen, die uns sozusagen in der Sicherheitspolitik beschäftigen, erwarten, dass wir eine solche Debatte ernsthaft miteinander führen und nicht so, wie das hier von den Sozialdemokraten am Anfang angelegt worden ist. Wir brauchen den Verfassungsschutz. Und wir dürfen, meine Damen und Herren, nicht die Integrität des Verfassungsschutzes und der Verfassungsschutzämter als wichtige Sicherheitsbehörde untergraben lassen durch eine Fraktion, die dieses Instrument insgesamt ablehnt. Meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Schaus, dass wir ein Amt hätten, das skandalbelastet und undemokratisch wäre, das weise ich mit Abscheu und Empörung zurück. Das ist nicht der Fall. Das entspricht zwar der Verhetzungsstrategie der Linken auf Bund, im Bund und Ländern gegen unsere Verfassungsschutzämter, aber ich will Ihnen, Herr Kollege Schaus, dann schon sagen, es entspricht zwar der Verhetzungsstrategie, aber nicht einmal Ihrem eigenen Informationsbedürfnis, was Sie in jedem Innenausschuss anlegen, wenn Sie den Innenminister fragen, was im Bereich der rechtsextremistischen Aktivitäten in Hessen passiert ist. Da ist ein breiter Widerspruch in Ihrer Argumentation. Beides geht nicht. Sie können nicht auf der einen Seite das Amt verhetzen, auf der anderen Seite aber genau diese Information, die das Amt beischaffen soll, eben sozusagen einfordern. Das funktioniert so nicht. Das Maß an Beliebigkeit,
das Maß an Beliebigkeit in der Argumentation hier in diesem Sachzusammenhang ist wirklich schwer erträglich. Meine Damen und Herren, wir haben einen ich bin so froh, dass die Fraktionen einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, weil wir damit deutlich gemacht haben, wir haben eine Position. Und es war wichtig, diesen Gesetzentwurf vorzulegen. Aber es war genauso wichtig, abzuwarten, was die Expertenkommission am Ende sozusagen dort, was die Expertenkommission unter dem Gesichtspunkt der 47 Empfehlungen und was die Expertenkommission zu unserem eigenen Gesetzentwurf sagen würde. Das war wichtig. Es war wichtig für die Auseinandersetzung. Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Faeser? Nein. Es war wichtig, diese Debatte miteinander sozusagen zu führen und offen zu halten. Dass wir uns vor zwei Jahren haben vorwerfen lassen müssen, den Gesetzentwurf eingebracht zu haben, bevor die Expertenkommission ihren Abschluss überhaupt eingesetzt worden ist, sozusagen, das ist der eine Vorwurf. Jetzt wird uns vorgeworfen, wir hätten nichts vorgelegt, obwohl wir auf die Auseinandersetzung im Innenausschuss mit der Expertenkommission erst einmal warten wollen, um uns mit denen auseinanderzusetzen, ist jetzt der andere Vorwurf. Meine Damen und Herren, irgendwie so ein bisschen müssen Sie schon einmal gelegentlich entscheiden. Die Beliebigkeit in Ihrer Argumentation ist wirklich unerträglich. Kolleginnen und Kollegen, Herr Staatsminister Beuth hat das Wort. Können wir jetzt bitte mit der Sitzung fortfahren? Kolleginnen und Kollegen, es gibt, wenn eine Debatte, dann beantragen Sie den Ältestenrat, aber nicht über die Bänke weg. Ansonsten bitte ich jetzt um Ruhe für den Redner. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Offensichtlich ist der Nerv getroffen. Meine Damen und Herren, Wir haben ein Verfassungsschutzamt in Hessen, das sich modern entwickelt. Wir haben nicht nur, der Kollege Bauer hat das, und der Kollege Frömmrich haben das ausgeführt, wir haben nicht nur das Amt gestärkt mit 20% mehr Personal. Das ist eine Hausnummer, das möchte man deutlich machen. Ein Amt sozusagen mit 20% Personal gestärkt, das zeigt, welche Bedeutung wir diesem Amt für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger beimessen. Eine wichtige Frage, die uns aufgegeben worden ist, ist die Veränderung der Ausbildung von Verfassungsschützern. Das ist bereits erledigt. Dort sind wir im ersten Ausbildungsjahrgang. Das haben wir bereits gemacht, alles untergesetzlich. Wir entwickeln dieses Amt weiter zu einer modernen Verfassungsschutzbehörde. Da können Sie hier hineinrufen und schreien, wie Sie wollen. Das bleibt. Das ist eine Leistung, die diese Koalition bereits erreicht hat. Und, meine Damen und Herren, wir setzen uns mit den Bedrohungsszenarien, die wir im Moment haben, in einer besonderen Form auch auseinander, indem wir das Landesamt so aufstellen, dass es dem auch gerecht werden kann. Das ist die Organisationsstruktur, die wir innerhalb des Amtes so verändert haben, dass wir auf die einzelnen Phänomene, extremistischen Phänomene auch reagieren können, dass wir unsere Analysefähigkeit ein bisschen verbessern können, dass wir am Ende ein besseres Erkenntnisbild in den einzelnen Phänomenen haben. So haben wir das Amt entsprechend umgebaut. Und lassen Sie mich einen letzten Punkt sagen, auch bei der Frage der Prävention. Die Prävention wollen wir auch eben sozusagen als Auftrag mit ins Gesetz aufnehmen. Aber es gibt halt eben im Moment schon ein Bedürfnis von vielen Behörden, Organisationen zu mehr Beratung in den Extremismusfeldern. Das machen wir bereits, meine Damen und Herren. Und dafür ist nicht sozusagen das Landesamt zu schelten, dafür ist es zu loben. Das machen die ausdrücklich außerordentlich gut. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Ich will einen Punkt noch aufgreifen. Mehr Offenheit und Transparenz.
Frau Kollegin Faeser, die Expertenkommission, der Kollege Frömmrich hat das gerade eben dargestellt, hat uns genau dafür in dem Gesetzentwurf, den wir sozusagen vorgestellt haben der Öffentlichkeit, wo wir genau diese Frage Offenheit und Transparenz ausgeweitet haben, genau dafür sind wir kritisiert worden. Und das ist der Punkt, der dann wirklich deutlich macht, dass Sie wirklich meilenweit an der Wirklichkeit vorbei argumentieren, wie an vielen, vielen Stellen. Ich habe gesagt, mangelnde Ernsthaftigkeit in der Debatte um den Verfassungsschutz ist außerordentlich bedauerlich, weil es die Bedrohungslage von uns erwartet, dass wir mit der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger respektvoller umgehen, als Sie das in Ihrem Antrag und in dem Debattenbeitrag hier geleistet haben. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Debatte beendet. Soll der 3403 abgestimmt werden oder in den Ausschuss? Ausschuss. Dann wird Tagesordnungspunkt 35 die 3362 aus 19 und die 3403 aus 19 in den INA überwiesen.